Plötzlich stellt eine Greyhound-Rasselbande das Tierheim komplett auf den Kopf. Eine echte Herkulesaufgabe für das Team. Wird es gelingen, alle groß zu kriegen und ein passendes Zuhause zu finden? Beagle-Hündin Lucy muss ihr Zuhause verlassen. Schmerzlich, weil ich den Hund mag. Aber ich möchte... Entschuldigung. Ich möchte, dass es ihr gut geht. Und sie keine Angst hatte. Und auch im Tierheim bangt man um ein echtes Sorgenkind. Rockys gesundheitliche Situation macht dem Team zu schaffen. Die Prognose für ein tiergerechtes Weiterleben, die ist tatsächlich sehr fraglich. Kann Rocky wieder auf die Beine kommen? Tierheimleiterin Kirstin hat es nasskalt erwischt. Sie hat einen Außentermin. Wird die Bundesrepublik endlich überdacht. Und Kirstins Hund Festus muss mit. Sozusagen als moralische Unterstützung. Ich habe einen Anruf bekommen gestern. Da hat eine ältere Dame einen Hund von einer Tierschutzorganisation aus Zypern bekommen. Und offensichtlich funktioniert es gar nicht. Die beiden können überhaupt nicht miteinander. Der Hund schreit vor Angst und die Frau ist verzweifelt. Der Hund kann nicht zurück zu der Organisation. Und jetzt fahre ich mal hin und gucke, ob ich helfen kann. Seit 8 Monaten schon ist Beagle-Hündin Lucy hier zu Hause. Aber es gibt ganz offensichtlich große Schwierigkeiten. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, wie heißt du? Lucy, gell? Lucy, du bist die Lucy. Ja. Hallo, Lucy. Wie war denn das erste Mal? Sie haben mir das ja gestern am Telefon beschrieben. Wir kamen vom abendlichen Spaziergang und Vera hat den Hund abgeladen und ich habe ihm so traditionell Köpfchen genommen, gestreichelt und so weiter. Mhm. Und offensichtlich etwas zu fest. Mhm. Da hat die einen Schrei losgelassen. Laut schreiend hier ins Wohnzimmer gerannt, da war Ende, weil die Tür war zu. Ich mich total erschrocken, hinterher gerannt, hab sie so umfasst, gestreichelt, da macht sie Pipi und das Schreien wurde noch lauter. Und das nächste. Das war. Du hörst jetzt mal auf. Ich habe keine Erklärung dafür. Und seitdem haben sie dann jetzt, sie beide, ein ganz gestörtes Verhältnis. Also sie hat Angst vor ihnen. Ja, das hat sich noch gehäuft. Das wurde so schlimm, dass sie vor mir wegläuft. Ich bin ja eigentlich heute hergekommen, dass ich sie hole. Ja. Aber sie hängen ja sehr an dem Hund. Ja, das schon. Und ihr Freund, sie können. Ich habe jetzt Angst vor der Situation. Okay. Gut, zu Beginn des Gesprächs, als die Frau mir gegenüber saß, habe ich gemerkt, wie sehr die an dem Hund hängt. Wie sehr ihr die Trennung schwerfällt. Und habe auch gesehen, ich habe den Hund dann auf den Schoß genommen, dass es eigentlich ganz easy wäre. Eigentlich wäre es ganz easy, die beiden zusammen kompatibel zu machen. Aber da muss der feste Wille dazu da sein. Und ich habe es ja dann auch gefragt und dann haben sie beide gesagt, nee, sie trauen sich's nicht mehr zu. Letztendlich habe ich dann gedacht, ja, es ist richtig, den Hund mitzunehmen, denn man kann sich als Mensch nicht komplett ändern. Sie ist mental ein sehr ängstlicher, schwacher Hund, logischerweise, denn die hat natürlich jede Menge schlimme Sachen, hat überhaupt keinen starken Mensch bis jetzt gehabt, an dem sich orientieren kann. Sie sind ein sehr weicher, sehr sensibler, sehr netter Mensch. Aber sie haben nicht die Stärke, die sie braucht. Was völlig richtig war, was sie gemacht hat. Und darum entscheiden sie gemeinsam, dass Kirstin die Hündin mit ins Tierheim nimmt. Keine einfache Entscheidung für alle Beteiligten. Schmerzlich, weil ich den Hund mag. Aber ich möchte... Entschuldigung. Ich möchte, dass es ihr gut geht. Und sie keine Angst hatte. Irgendwie ist es ja auch schon, wenn man so 8 Monate hat, ein Teil vom Leben. Und dann gibst du sie wieder weg. Du weißt natürlich, dass es ein Fehler war. So, ohne dass man das Tier kennt. Nur per Luft quasi. Wie ein paar Schuhe, die man sich kauft. Die kann man retour schicken. Aber eigentlich ein Tier ist ja zum Bleiben gedacht. Aber wissen Sie, das ist ja wie in der Beziehung mit 2 Menschen. Da verliebt man sich ineinander und dann sieht man, es passt doch nicht und man ist eher unglücklich. Und ich habe gerade den Hund beobachtet, weil jetzt ihnen das so leid tut und sie weinen, da kriegt die wieder Angst.
Ich glaube, die Frau hat die Entscheidung getroffen für den Hund, weil sie dann zum Ende hin doch die Verantwortung übernommen hat und hat gesagt, wir leiden beide. Der Hund würde ja niemals gehen. Hunde können solche Entscheidungen nicht treffen. Hunde halten aus bis zum Schluss. Das hat mich sehr gerührt, weil sie genau das so sagt. Man gibt nicht auf, man gibt einen Hund nicht weg. Aber manchmal geht es einfach nicht. Und dann muss man diese schmerzhafte Entscheidung treffen. Wir haben einen Anruf gekriegt vom Veterinäramt, wie so oft, eine große Sicherstellung. 53 Greyhounds, richtige Rennhunde. Das war also so katastrophal, dass das Veterinäramt auf einen Schlag diese 53 Hunde eingezogen hat und auf alle umliegenden Tierheime verteilt hat. Wir haben 4 Hündinnen genommen, 3 wurden vermittelt und bei Coda haben wir auf einmal gemerkt, hoppla, die wird ja immer dicker. Ultraschall gemacht, tatsächlich, sie ist trächtig. Das war ein Kaiserschnitt und beim Kaiserschnitt ist es oftmals so, dass die Mutterhündin keine Milch hat. Und für die Kollegen hieß es also nicht nur jetzt diese ganzen Welpen, sondern Flasche geben. Das ist für uns natürlich alles andere als alltäglich. So eine Geburt und auch die Kleinen wirklich dann großzuziehen, das kamen wir auch mal in den Genuss, die quasi von Tag 1 begleiten zu dürfen. Und das ist für uns ein echtes Highlight. Ja. Plötzlich war richtig Leben in der Bude, aber auch mit einem kleinen Sorgenkind. Der kleine Captain Hook ist mit einem grünen Star auf die Welt gekommen, das heißt blind auf die Welt gekommen. Und ja, deswegen ist er jetzt regelmäßig zur Kontrolle. Alle 2 Wochen im Moment wird er dem Tierarzt vorgestellt. Genau genommen der Tierärztin Sandra Geis. Sie erwartet den kleinen Grey schon. Also das Auge sieht gut aus hier, ne, nach wie vor. Das hier kann ich gar nicht mehr richtig reinsehen, weil es so trüb ist. Wir messen den Augeninnendruck, weil das ist das Problem vom Hund im Prinzip, ne? Dass der unkontrollierbar hochsteigt, immer höher. Und wir müssen den Punkt finden, wo es anfängt, dem Hund weh zu tun. 13, 15, perfekt. Das heißt, solange das Auge dem Hund kein Problem macht, kann es so bleiben. Und wenn es dann Probleme macht, dann kommt es raus. Das wird früher oder später der Fall sein. Aber noch haben wir Zeit. Ne? Jetzt können wir den Hund erst mal wachsen lassen, groß werden lassen und dann machen wir das. Okay? Untersuchung fertig. Patient vorerst gesund. Das geht uns sehr nah, wenn man die von Tag 1 quasi an mit begleitet. Zumal wir auch am Anfang wirklich gebangt haben, ob wir alle durchkriegen. Dadurch, dass die Mama ja nicht genug Milch hatte und wir eben zufüttern mussten. Und umso mehr freuen wir uns jetzt, wenn sie so durch die Gegend springen alle und ja, gute Laune verbreiten. Rocky ist eine Sicherstellung vom Veterinäramt. Er hat bei einer Dame gelebt, die selber ihr Leben nicht ganz im Griff hat. Das war also keine bewusste Tierquälerei, sondern einfach selber das Leben so ein bisschen aus dem Gleis geraten. Der Hund war komplett ungepflegt, also total verfilzt. Das Schlimmste eigentlich, dass wirklich der Eiter aus den Ohren lief. Und wer einmal was mit Ohren hatte, kann sich das vielleicht ungefähr vorstellen. Das sind brüllende, wirklich schreckliche Schmerzen. Es wurde allerhöchste Zeit, dass sich jemand um Rocky kümmert. Das geht uns auch sehr nah. Also wenn man uns fragt, was hat der Hund, ist eigentlich die Gegenfrage, was hat er nicht. Ja? Das sind so viele Baustellen und wenn man da weiter drüber nachdenkt, dann bricht einem das wirklich das Herz, dass der Hund so lange unter diesen Umständen und mit diesen Beschwerden ja, leben musste. Also wenn man das noch Leben nennen kann. Ja. Heute hat Rocky seinen ersten Kontrolltermin mit großem Gesundheitscheck. Alle sind gespannt, wie die Behandlung angeschlagen hat. So richtig motiviert scheint der Berner Sennenhund nicht zu sein. Aber was sein muss, muss sein. Erzähl mir erstmal, wie es ihm geht im Moment. Mit den Schmerzmitteln finde ich den echt in Ordnung. Ja. Vom Laufbild her, das geht ganz gut. Nö, schläft lass halt viel. Deine Zähne gucken. Okay, wunderbar machst du das. Ganz prima. Ja, das geht. Also da ist ein bisschen Zahnstein, das ist aber jetzt erstmal nicht dramatisch. Ja. Also wenn man mal hier über die Wirbelsäule geht,
dann fühlt man hier jeden Dornfortsatz. Ne? Wirklich, der hat überhaupt gar keine Rückenmuskulatur. Null Komma gar nicht. So. Als nächstes sind Rockys Ohren an der Reihe. Sie werden aber unter Vollnarkose untersucht. Aus gutem Grund. Denn der Berner Sennenhund hat mittlerweile ein regelrechtes Ohrentrauma und lässt niemanden ran. Wir haben hier wirklich einen dramatischen Ohrbefund. Wie man sieht, ist das gesamte Außenohr schon betroffen. Wir sehen hier Ulzerationen schon auch in der Ohrmuschel. Und jetzt versuche ich erstmal, mir das Ohr so sauber zu machen, dass ich tiefer in den Gehörgang reinschauen kann. Ja, und da unten steht der Eiter drin. Das Trommelfell lässt sich im Moment so gar nicht einsehen. Der Gehörgang ist trotz Cortison noch geschwollen. Wenn man jetzt hier reinguckt, wir haben das Ohr noch gar nicht manipuliert, sieht man, dass die Seite noch viel schlimmer ist als die andere. Eine heftige Diagnose und es soll nicht die einzige Hiobsbotschaft bleiben. Wir haben eine schwere Hüftgelenksdysplasie. Wir haben beidseits eine sehr schwere Ellbogengelenksdysplasie. Und wir haben schwere Arthrosen an Übergang von Brust zur Lendenwirbelsäule und Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein. Dieser Hund ist wahrscheinlich nicht fähig zu laufen, ohne große Schmerzen zu haben. Und die Prognose für ein tiergerechtes Weiterleben, die ist tatsächlich sehr fraglich. Die Diagnose ist erschütternd, wirklich erschütternd. Unser Tierarzt war auch erschüttert. Von der Vernunft her wäre es gut gewesen, ihn einzuschläfern, aber vom Gefühl her haben wir uns alle gesagt, wir haben ihn jetzt mit dem Veterinär zusammen da rausgeholt. Und wenn es nur kurz ist, aber wir wollen ein kurzes, schönes Ende setzen. Das heißt, er soll, vielleicht ist es noch ein halbes Jahr, länger wird es wohl nicht sein, wo er Schmerzmittel kriegen muss, aber wo er vielleicht noch mal sagen kann, hey, am Ende war es dann noch schön. Bürokollegin Steffi Schindler ist heute irgendwie nicht so richtig bei der Sache. Und schuld daran ist dieser kleine Kerl. Hallo Pip. Pip ist zum Glück gar nicht so ängstlich wie befürchtet. Nö. Gar nicht so ängstlich wie befürchtet. Hui. Dein Pip ist super niedlich. Jo, ist super niedlich. Ja. Pip ist gerade aus einem rumänischen Tierheim in Koblenz eingetroffen und hat jetzt ein Date. Mit Steffi. Die Verwaltungsfachangestellte liebt Hunde und kann es kaum erwarten, den Dackelmischling persönlich kennenzulernen. Zwei Hunde habe ich ja schon, auch von hier, auch vom Tierheim Koblenz. Und ja, manchmal überlegt man ja so, ach, vielleicht nimmt man ja noch einen dritten mit dazu. Und dann ging es ja doch irgendwie schnell, weil jetzt am Wochenende kam dann schon einer, der sehr, 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 sehr niedlich ist. Ja, und dann vielleicht ja auch passen könnte. Und es heißt ja nicht umsonst. Alle guten Dinge sind drei. Das ist halt immer das mit der an der Quelle sitzen. Ne? Also, ja, ist das wahr? Ja? Ach Gott, schön. Ah, mach das weiter. Los, streichel mich. Wo die Liebe manchmal hinfällt. Ja, ja, aber ich wusste es. Ich habe diese Hunde ausgeladen und ich habe der Steffi abends ein Foto geschickt vom Pip und habe gesagt, dein Dackel ist da. Dein Dackel ist da. Sieht ganz so aus, als ob Dackel Pip Steffi schon um den Finger gewickelt hätte. Noch gut. Aber wer könnte Pip schon widerstehen? Machst du gut. Rocky schwant Böses. Denn es ist wieder Zeit für seine Medikamente und die mag er gar nicht. Bist du bereit? Ja, klar. Ja, genau. Ich war nie bereit, ja, Mensch. Ich habe ihn überrumpelt. Wir müssen dir öfter den Maulkorb anziehen, komm. Sicher ist sicher. Denn Rocky hat ganz offensichtlich immer noch sehr starke Ohrenschmerzen. Und er wehrt sich heftig. Geschafft. Zumindest für heute. Und es wird tatsächlich von Tag zu Tag besser. Da ist, glaube ich, Leberwurst im Kühlschrank. Wesentlich besser geworden. Also es kommt einem kein Eiter mehr hier entgegengeflogen. Da kommt jetzt gar nichts mehr raus. Wir müssen aber trotzdem mit dem fiesen, kalten Ohrenzeug weitermachen. Da er eine Bakterieninfektion in den Ohren drin hat und diese Bakterien auch schon leider sehr viele Resistenzen aufweisen,
müssen wir jetzt mit diesem Antibiotikum auf jeden Fall ganz wichtig, ganz dringend immer dranbleiben, damit sich da jetzt nicht noch eine Resistenz entwickelt. Das könnten wir gar nicht gebrauchen. Ja? Da müssen wir jeden Tag ein kleines Kämpfchen abhalten. Aber nach dem kleinen Kämpfchen geht es für Rocky zu einem Rendezvous. Rocky, cool, dieses Mädchen, ne? Denn Rocky hat eine Interessentin. Genau genommen zwei. Eine Hündin und ihre Halterin. Wenn sie Rockys Zustand nicht doch abschreckt. Wenn man ganz realistisch ist, und ich muss Ihnen wirklich realistisch die Wahrheit sagen, der hat vielleicht noch ein halbes Jahr. Wenn es hochkommt, ein Jahr. Ich will Ihnen das nur sagen, weil eigentlich ist es eine Zumutung für einen Menschen, der den Hund noch nicht liebt. Sage ich jetzt mal so. Das Problem ist einfach, dass der Gehörgang völlig verengt ist und es sitzt immer so ein Rest von diesen Bakterien unten drin. Und das flammt immer wieder auf. Mich schreckt sowas so schnell nicht ab. Ich glaube, da muss viel, viel passieren. Ich bin halt jemand, der so überdrehte junge Hunde. Nee, das ist nicht so meine Welt. Für mich sind es dann doch eher die Senioren, die mein Herz erobert haben. Bist ein bisschen schüchtern, Großer? Ihr werdet ein tolles Paar. Jetzt aber alle Schüchternheit ablegen und ab zum Schnupperspaziergang mit der neuen Flamme. Natürlich in Rockys Tempo. Aber es gefällt ihm offensichtlich. Ich würde da jetzt schon sagen, dass das durchaus was werden kann mit den beiden. Oder mit uns dreien. Bahnt sich da ein Happy End an? Beagle-Dame Lucy ist auf Entdeckungstour in neuer Umgebung und begrüßt die neuen Mitbewohner. Aber wie war eigentlich die erste Nacht im Tierheim? Gut. Ich glaube, Lucy ist erst noch mal gut. Sie hat reingemacht, weil sie nicht genau verstanden hat, dass man durch die Klappe nach draußen gehen kann. Das ist so. Aber sie hat mich heute Morgen ganz gut begrüßt und ist eigentlich gut drauf. Und wir sind jetzt dabei, uns so ein bisschen kennenzulernen. Ich finde es ganz schön, dass sie anfängt, mittlerweile so ein bisschen Augenkontakt zu suchen und auch auszuhalten. Die hat, wenn man sie so anguckt, so die Körperhaltung und so, die hat immer so ein bisschen Melancholie in den Augen. Ne? Sie möchte jetzt Körperkontakt haben, traut sich aber noch nicht näher ran. Also zeigt ihm, das gefällt ihr wohl ganz gut. Und sie traut sich aber noch nicht so aufzufordern. Ne? Soll ich weitermachen? Dann sag mal. Optimismus, Zuversicht und Optimismus, das braucht der Hund jetzt. Und irgendwann ein Hundefreund, ne? Such mal einen. Die ersten Schritte sind gemacht bei Lucy. Und auch bei den Greyhounds hat sich richtig was getan. Von der neunköpfigen Familie sind nur noch zwei übrig. Ja, die sind alle vermittelt. Und unser Captain Hook ist der Letzte. Naja, es liegt natürlich nahe, die Vermutung mit seinem Handicap, dadurch, dass er ja das Problem hat mit dem Auge sozusagen, dass das vielleicht abschreckt. Aber er hat so einen wahnsinnig tollen Charakter, also von Anfang an tatsächlich, und hat sich auch hier super entwickelt. Und da bin ich ganz optimistisch, dass wir auch noch jemanden finden, den das einfach gar nicht stört, ja, und der ihn genauso liebt, wie er es verdient hat. Wir pressen keine Haare. Nein, du bist ein Clown. Ja, Greyhounds sind ganz tolle, sensible Hunde, sehr feinfühlige Hunde, die eine ganz enge Bindung zu ihrem Menschen eingehen und ja, eine ganz tollen Charakter haben, eine ganz tolle Rasse. Einen starken Charakter hat auch Captain Hooks Mama Coda bewiesen. Die hat das so toll gemacht, ihren Job so toll erfüllt mit den 8 Wirbelwinden. Das war wirklich eine Herausforderung und sie hat unglaubliche Nerven bewiesen und Geduld. Und ja, ich bin optimistisch, dass wir da auch das passende Zuhause finden, in dem sie dann im Mittelpunkt steht und nicht mehr die Kinder. Heute gibt es noch eine ganz besondere Vermittlung mit dem kleinen Pip. Der kleine Pip wird abgeholt. Pip ist jetzt vermittelt, aber eigentlich auch nicht, weil eigentlich bleibt er nämlich bei uns und wird ein Kollegenhund. Der geht nämlich zu unserer Kollegin Steffi und wird jeden Tag mit zur Arbeit kommen. Aber jetzt geht's erstmal los.
Pipipura, Pipipura, hab ein neues Zuhause. Jetzt geht das los. Willi ist schon da. Hörst du das? Hörst du das? Kleiner Schatz. Pipipura. Oh, schau mal, wie der ist. Da ist es. Da ist es. Juhu, der kleine Schatz. Juhu, juhu, juhu. Hallo, mein Schatz. Ja, 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 ich lass dich mal runter. Jetzt geht's rund. Ui, ui, ui. Ja. Jetzt haben wir mit. Jetzt. Wenn man einen Hund adoptiert, darf man eine Stunde früher nach Hause. Hallo, Schatz. Tiere können einem sehr, sehr viel geben. Die Momente, die man halt miteinander erlebt, die sind halt so wertvoll und die möchte man einfach nicht mehr missen. Und dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammensein, das ist was man auf einer Ebene einfach erlebt, die nicht mit einem Menschen vielleicht so möglich ist. Ein Leben ohne Hunde könnte ich mir nicht vorstellen, nein. Also ich meine, klar, irgendwann komme ich auch vielleicht mal in ein Alter, wo das nicht mehr so drin ist, klar. Aber so ganz ohne Tiere oder ohne Hunde, nein, auf keinen Fall. Das ist natürlich ein schöner, neuer Familienzuwachs, auf jeden Fall. Eine andere Art von Zuwachs, aber ein schöner. Und das fühlt sich super an. Das ist ganz toll. Vor allen Dingen, bis jetzt harmoniert ja alles mit denen so wunderbar. Und mal gucken, was da noch auf einen zukommt. Aber sehr, sehr schön. Pip ist in seinem neuen Zuhause angekommen. Yes. Der Rocky möchte auschecken. Alles klar. Ich komme außenrum nach oben. Ich zwinge dir nicht die Treppen hoch, gell? Ja. Gut. So. Täschchen nehmen wir mit. Ich vermute, dass er vermutet, dass wir jetzt schon wieder Ohren machen gehen. aber machen wir nicht. Heute ist was Schönes. Nämlich Rockys Auszug. Denn er hat sich sozusagen verlobt. Hundefreundin Renka und Marion werden seine neue Familie. Schön, da freue ich mich, ihm noch einen schönen Lebensabend zu bieten. Wir haben wirklich so tolle Erlebnisse mit so tollen Menschen, die sagen, ja, genau wie ich es mir eigentlich wünsche, ich möchte etwas für den Hund tun. Also der wird mit Sicherheit, der blüht im Moment so auf, dass der echt noch da eine richtige Zukunft gefunden hat. So, los geht's. Ein letzter Blick zurück. Und dann verlässt Rocky das Tierheim. Captain Hook ist heute mal so richtig aufgeregt. Aber nicht nur er. Marguerite Akaya ist es auch. Aber sowas von. Gut. So, jetzt darf der Captain ausziehen. Mein letztes Baby. Das ist ein bisschen traurig. So, mein Hase. Die Mutti haben wir Gassi geschickt. Nö. Die ist unterwegs. Dann kriegt sie es auch nicht so richtig mit. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Und die neue Hundemama kann es kaum erwarten. Das ist wie Kismet. Das ist, ja. Hab ihn gesehen und er hat gesiegt. Und dass er das Handicap hat, das ist sowas von egal. Wir sind alle nicht perfekt. Komm, Gartenzwerg. Das Hundekind und der hauseigene Packesel. Komm. Ab jetzt sind Hund und Mensch vereint. Die Chemie zwischen den beiden stimmt ganz offensichtlich. Das ist und war aber bei Captain Hook und Tierpflegerin Julia auch der Fall. Gut drauf aufpassen. Absolut. Nicht verlieren. Nein, gut. Dann mal los, ne? Ja. Ja, mal los, Panik. Zeit, Abschied zu nehmen. Und Marguerite Akaya nimmt heute nicht nur den jungen Greyhound mit nach Hause, sondern auch ganz, ganz viel Glück im Bauch und ganz viel Liebe im Herzen. Ich freue mich wahnsinnig auf unsere gemeinsame Zukunft. Ich glaube, wir tun uns beiden richtig gut. Und wir wünschen alles Gute. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.
sind sie alle weg und ich glaube, wir haben tolle Leute aussuchen können und dann ist das auch in Ordnung. Das ist schon okay so. Wir können sie ja nicht alle behalten, das wäre ja auch Quatsch. Auch Lucy können sie nicht behalten. Die Beagle-Dame verlässt heute das Tierheim. Jetzt kriegt sie ein Zuhause. Lucy wagt einen neuen Anlauf. Sie bekommt die Chance auf ein neues Zuhause. Niemand weiß, was die Hündin in der Vergangenheit erlebt hat. Sie wurde nach Deutschland vermittelt, ohne dass man ihre Geschichte, ihr Leben kannte. Deswegen ist der erste Anlauf auch gescheitert. Es sind diese Vermittlungen, wo man sich im Internet einen Hund aussucht. Und der Vermittler hier in Deutschland kennt weder den Hund, noch kennt er groß die Leute. Da wird über einen Fragebogen die Umstände abgefragt und dann geht der Hund auf die Reise und du kriegst ihn am Flughafen in die Hand gedrückt. Das sind für mich Schlepper. Das ist keine Verantwortung, das ist keine Tierschutzarbeit. Hundemama Koda ist mittlerweile alleine, denn ihre Kinder sind alle schon vermittelt. Aber heute, endlich, ist sie an der Reihe. Ich sag, da haben wir lange drauf gewartet. Ne? Da wirst du uns natürlich auch fehlen, aber die Freude überwiegt ganz klar. Los geht's, Koda. Das neue Leben wartet. So, schau mal, wer da ist. Koda. Da bist du schon erwartet. Na, Kuschelmaus. Ja, genau, das kennen wir ja schon. Ne? Ich bin schon überflüssig. Also ich bin einfach nur glücklich gerade, dass sie da ist. Ich denke gerade eigentlich an gar nichts. Es ist so ein bisschen die Vorfreude, die Aufregung, die jetzt so ein bisschen abfällt. Ja. Und das ist einfach total schön, dass sie jetzt zu uns kommt. Ne, Maus? Es ist geschafft. Koda ist die letzte der Greyhounds. Alle 9 Windhunde haben ein neues Zuhause gefunden. Die Mama musste warten in dem Fall, ja, bis alle gut unter sind. Und jetzt ist sie aber wirklich dran und das freut uns für sie natürlich ganz besonders. Also wenn man gerade Kodas Werdegang davor sieht, sie war ein Rennhund, sie hat mit fast 49 Hunden in einem Haus gelebt. Sie war immer nur eine unter ganz vielen. Sie war nie so die Persönlichkeit oder etwas Besonderes. Und jetzt ist sie bei einem Ehepaar, ist dort Einzelhund, kriegt ein Leben geboten, wo sie eigentlich nur aufblüht. Die Koda erlebt jetzt ein Leben, was sie nie hatte. Und das sind jetzt so, die beschenken sich gegenseitig. Also die Leute fühlen sich von dem Hund beschenkt. Und der Hund fühlt sich beschenkt. Das heißt, das ist so eine tolle Energie, dass es einfach gepasst hat.